So, jetzt sind wir zurück auf Deutsch und kommen auch zum Ende unseres großen, jetzt endlich verregneten Sommerfest, das in guter Tradition nämlich nur unter Regen ein Erfolg ist. Und deswegen würden wir gerne unseren letzten Abschluss und dem Leiter des City Labs Berlin wiedergeben, dem Benjamin Seibel, den ihr alle schon kennt. Der wird jetzt noch einmal gucken, was hat eigentlich das letzte Jahr City Lab Berlin mit sich gebracht und was werden vielleicht die nächsten 1 bis 10 Jahre so mit sich bringen. Dr. Benjamin Seibel, das Wort gehört ganz dir. Danke, Bianca. Ja, jetzt gebührt mir die Ehre, zum Schluss zumindest noch ein paar Worte zu sagen, auch wenn es mir nicht gelingen wird, das ganze letzte Jahr jetzt in 5 Minuten Vortrag zu packen. Aber ich möchte auch zumindest noch mal die Gelegenheit nutzen, zu rekapitulieren und ein paar Leuten zu danken. Wenn ich mich umschaue, sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 müde Gesichter hier schon sitzen, die gestern Abend lange hier waren und heute Morgen sehr früh auch schon wieder nebenan sitzen, glaube ich, noch ein paar mehr Leute. Wir blicken zurück auf ein sehr, sehr intensives erstes Jahr hier im City Lab. Ich weiß noch, wie wir vor einem Jahr hier ein großes Eröffnungsevent hatten. Es war rappelvoll hier. Der regierende Bürgermeister hat gesprochen. Draußen hat es geblitzt und gedonnert. Heute regnet es wieder. Heute ist es nicht so schlimm. Wir hoffen dann, nächstes Jahr sind wir erstens wieder hier vor Ort und zweitens haben wir endlich mal Sonnenschein. Wir haben schon damals bei der Eröffnung gemerkt, das Interesse am City Lab ist riesengroß. Wir haben auch gemerkt, es gab noch viele Fragezeichen bei Leuten. Viele kamen auf mich zu, meinten, es sieht ja irgendwie schick aus, aber was ihr eigentlich hier machen wollt, haben wir immer noch nicht so ganz verstanden. Ein Jahr später kann ich jetzt zugeben, wir wussten es auch noch nicht so genau. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass wir uns hier mit Innovation beschäftigen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Neuem, mit Überraschendem und sowas lässt sich einfach schlecht planen, weil Überraschungen lassen sich nun mal schlecht planen. Was wir wussten, war von Anfang an, dass wir hier in Berlin eine wahnsinnige Kompetenz haben, ein Riesenengagement von ganz vielen tollen Leuten, die sich mit diesen Fragen Digitalisierung, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Mobilität beschäftigen. Und denen wollten wir einfach hier einen Ort geben, wo sie sich treffen können. Ja, und haben deswegen einfach erstmal eröffnet und alle eingeladen. Und wie das dann so ist, jeder, der schon mal eine Party gefeiert hat, weiß, dann lädt man alle ein, dann hat man Angst, dass vielleicht keiner kommt. Wir hatten das große Glück, dass viele von euch von Anfang an hierher gekommen sind. Ich glaube, schon am nächsten Tag nach der Eröffnung hatten wir hier plötzlich das erste Event. Die Woche drauf 3, 4 Workshops. Wir haben insgesamt fast 200 Veranstaltungen im ersten Jahr gemacht. Also wirklich fast jeden Tag ist hier was passiert. Und eigentlich sind so die schönsten Erinnerungen, wenn ich an das letzte Jahr denke, sind einfach so diese atmosphärischen Erinnerungen, wenn ich manchmal vielleicht erst mittags oder nachmittags hier reinkam und hier war einfach so viel los und in der Lobby diskutierten schon Leute, während im Vortragsraum gerade jemand einen Vortrag gehalten hat. Im Büro ist sowieso immer total wuselig. Hier im Workshop waren oft Verwaltungsteams zugange, die neue Methoden Design Thinking ausprobiert haben. Hinten in der Werkstatt hat Sarah gelötet mit Studierenden oder einfach Leuten hier aus dem Kiez irgendwie Sensoren gebaut. Es waren immer so viele Dinge, die hier gleichzeitig passiert sind und es ist einfach Wahnsinn, was daraus alles entstanden ist. Nicht nur an Vernetzung und an Austausch, sondern auch echt an konkreten Projekten, von denen ihr heute ja auch viele kennenlernen durftet, sei es sowas wie Gieß den Kiez, das wir gerade veröffentlicht haben, oder unser Handbuch, was heute erscheint, die vielen Workshops, die wir gemacht haben mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Verwaltungen, unsere Summer Schools mit den Berliner Hochschulen. Also es ist einfach unglaublich viel passiert. Und es gab wirklich Tage, wo ich einfach nur gestaunt habe, was hier alles gleichzeitig passiert und wo ich zugegebenerweise auch nicht immer ganz den Überblick hatte, was alles gerade gleichzeitig passiert. Aber dafür habe ich da hinten auch noch ein ganz tolles Orga-Team sitzen, die immer den Überblick behalten, was hier los ist und die es irgendwie schaffen, diese wahnsinnig vielen gleichzeitig stattfindenden Aktivitäten zu handeln. Und das ist ja auch so. Also wenn man eine Party feiert, hat man nicht nur Angst, dass keiner kommt, sondern wenn die Party gut läuft, dann tauchen plötzlich Leute auf, die man nicht eingeladen hatte. Und dann ist man wieder nervös und denkt so, hoffentlich machen die nichts kaputt. Und merkt dann sehr schnell, die sind eigentlich total nett und haben vielleicht sogar Geschenke dabei. So ist es uns tatsächlich ergangen. Wir haben über das Jahr wahnsinnig viele Leute über das City Lab neu kennengelernt, haben neue Freundschaften geschlossen. Und ja, umso bedauerlicher finden wir es natürlich, dass wir heute nur im Virtuellen feiern können. Das ist einfach nicht ganz das Gleiche. Und man muss auch sagen, dass die Corona-Krise uns eben auch einfach sehr getroffen hat, weil das City Lab von dieser Lebendigkeit und der Präsenz und dem Austausch lebt.
Wir waren sicher nicht untätig in den letzten Wochen, auch wenn wir vorübergehend auch ganz schließen mussten. Aber wir haben ja, haben viele von euch, glaube ich, mitbekommen, mit Hack the Crisis eine große Initiative hier in Berlin gestartet, über die wir dann wieder neue Leute im Virtuellen kennengelernt, neue Projekte kennengelernt haben. Und generell haben wir in der Krise eigentlich gemerkt, dass der Bedarf an dem, was wir hier tun, eher größer wird dadurch. Weil was man in der Krise bei allen schlimmen und negativen Folgen, die sie hatte, auch gemerkt hat, ist ja, dass Dinge, die vorher selbstverständlich waren, plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind oder auch Dinge, die als unverrückbar galten, plötzlich beweglich wurden und das natürlich auch wiederum ein Umfeld ist, das für einen Ort oder ein Team, wie wir das sind, interessant ist, weil plötzlich Dinge möglich werden, die vorher vielleicht nicht möglich waren. Und ich glaube, diesen Veränderungswillen und diese Offenheit, die wir da jetzt gespürt haben, die werden wir auch mitnehmen jetzt ins nächste Jahr. Denn wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr Dinge verändern und wollen auch nachhaltig Dinge verändern und hier wirken. Das erste Jahr war für uns ein Stück weit auch ein Lernjahr. Das haben wir aber von Anfang an auch so gesagt. Wir wollten einfach ganz viel ausprobieren. Wir werden auch weiterhin ganz viel ausprobieren. Wir wollen den offenen Charakter dieses Ortes unbedingt bewahren. Aber wir wollen uns jetzt auch langsam mal an die dickeren Bretter machen. Wollen, dass die vielen Prototypen, die hier entstanden sind und getestet werden, auch in den Regelbetrieb kommen. Wir wollen uns solchen weniger sexy Themen wie zum Beispiel der Auftragsvergabe, über die ich auch gerade mit Bianca gesprochen habe, zuwenden, weil es einfach wichtige Themen sind, wenn man nachhaltig was verändern will. Wir wollen natürlich die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, zwischen Zivilgesellschaft und den anderen Stakeholdern hier in der Stadt weiter verbessern und auch institutionalisieren. Da konnten wir schon viel im ersten Jahr bewegen und das wollen wir natürlich fortsetzen und wir wollen uns auch stärker strategisch einbringen. Wir möchten perspektivisch, das heißt dieses und wohl auch noch nächstes Jahr, die Smart City Strategie, die es in Berlin gibt, grundlegend neu entwerfen. Natürlich nicht wir alleine, sondern wir alle gemeinsam. Da werden wir uns in der zweiten Jahreshälfte ranmachen und einen Prozess aufsetzen. Wir wollen eine neue Strategie haben, die stärker auch auf Teilhabe und Gemeinwohl ausgerichtet ist. Wir finden, das ist jetzt auch einfach der zeitgemäßere Ansatz und die vielen Gespräche, die man an so einem Tag wie heute hat oder eben die Keynote von Bianca zeigen ja auch, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Das wird ein Prozess sein, den wir so offen wie möglich gestalten wollen, zu dem wir euch alle auch noch einladen. Es wird viele Möglichkeiten geben, sich in diesen Prozess einzubringen und wir hoffen, dass wir dann im Laufe des nächsten Jahres auch wirklich zu einer neuen offiziellen Smart City Strategie gemeinsam mit der Berliner Senatskanzlei kommen. Ja, wer sich sonst darüber informieren will, was hier schon passiert ist, was hier noch in Zukunft passiert, da gibt es immer zwei Wege. Der eine ist einfach vorbeikommen, denn das City Lab hat wieder geöffnet. Wir machen aktuell natürlich keine Großveranstaltungen, weil das nicht möglich ist. Es ist aber immer möglich, sich zum Beispiel die Ausstellung mal anzuschauen oder mit Leuten aus dem Team zu reden und sich zu informieren. Also nach wie vor gilt, das ist ein offener Ort, kommt vorbei, schreibt uns, ruft uns an, schaut euch hier vor Ort um und bringt am besten eigene Ideen mit. Und das Zweite ist, was ich immer wieder empfehlen kann, abonniert unseren Newsletter. Wir berichten jeden Monat, was hier los ist. Man kann über unsere Website übrigens auch alle alten Newsletter sich nochmal durchlesen. Und erhält auch so schon einen schönen Überblick, was im letzten Jahr ganz konkret alles an Projekten hier gelaufen ist. Und natürlich auch Social Media, folgt uns, Twitter, Instagram und so weiter, bleibt einfach auf dem Laufenden. Auch viele der Vorträge von heute werden auf YouTube gestellt, wo wir unser Angebot jetzt auch ausbauen, weil wir zunehmend ja auch Webinare machen, die man dann auch schön aufzeichnen kann. Also es bleibt spannend hier und ich möchte jetzt einfach dem ganzen Team an dieser Stelle nochmal danken. Natürlich zuerst mal dem Team auch von Herrn Dr. Nägele und der Senatskanzlei, die uns im letzten Jahr super unterstützt haben, was auch für die, glaube ich, einfach ein neues und mutiges Unterfangen war, auch so einem uns diese Freiheit und Agilität auch zuzugestehen, die für ein Projekt, an dem die öffentliche Verwaltung so eng beteiligt ist, ja wirklich eher ungewöhnlich ist. Und für diesen Mut und den Rückhalt, den wir da bekommen haben, möchte ich mich natürlich bedanken. Dann beim Beirat des City Lab, der uns immer wieder unterstützt, wo sich auch heute beim Sommerfest viele eingebracht haben. Dem ganzen Team aus der Technologiestiftung Berlin, die sich alle hier dieses Jahr richtig reingehängt haben und mit Riesenspaß hier bei der Sache sind. Es ist immer toll, hier ins Büro zu kommen. Es ist einfach eine super Stimmung bei uns. Und natürlich an die vielen, vielen Partner und an die ganze Community, die inzwischen rund um das City Lab entstanden ist.
ihr seid diejenigen, die diesen Ort hier so mit Leben füllen und ihr habt euch das Lob mindestens genauso verdient wie wir. Vielen Dank, dass ihr euch im letzten Jahr eingebracht habt und ich hoffe, ihr werdet es auch im kommenden Jahr tun. Genau, wir wollten jetzt eigentlich das ganze Team auf die Bühne holen, bis uns aufgefallen ist, dass wir damit gegen Abstandsregeln verstoßen. Wir gucken jetzt mal, ob wir vielleicht spontan einfach ein paar Leute reingeschaltet bekommen. Die meisten sitzen eh vorm Rechner. Ich weiß nicht, ob ihr das so spontan hinbekommt, aber guck mal, Tatsache. Wow, ey, cool. Das sind ja richtig viele. Es sind richtig viele, aber noch nicht alle, aber zumindest die, die jetzt noch da sind. Ich möchte mich ganz herzlich bei Bianca bedanken, die den Tag toll moderiert hat. Ihr seht Joshua, der bei uns jetzt maßgeblich für das tolle Anruf, das wir heute veröffentlicht haben, verantwortlich ist. Wir sehen Sina, die das ganze Jahr bei uns viel Community Management, Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Und natürlich Joshua, und gar nicht gehen würde, Julia, die uns auch an allen Ecken und Enden unterstützt. Der Mono, der bei uns viele Service Design und Workshop zusammen mit Joshua eingebracht hat. Und nicht zuletzt, Die dieses Programm zusammengestellt hat. Wahnsinn, der hat damals schon unser Öffnungsevent zu voll gemacht. Und jetzt wieder ganz auch dafür. Vielen, vielen Dank. Genau. Und ganz viele Leute seht ihr jetzt natürlich nicht. Die sind irgendwo hier draußen oder schon nach Hause gegangen. Vielen Dank an alle Speaker und Menschen, die sich heute hier eingebracht haben. Es war ein tolles Fest. Es ist nicht ganz das gleiche, wie ein Fest vor Ort zu haben. Aber ich hoffe, wir sehen uns ganz gleich hier auch vor Ort wieder und kriegen mal eine Demo zusammen. Genau. Und trotzdem allen vielen Dank, die heute teilgenommen haben. Es hat super geklappt. Danke an alle, die sich um die Technik gekümmert haben. Euch allen fürs Einschalten und ein schönes Wochenende.